Diese süße Püppchen, die zeige ich euch jetzt, sind ganz schnell gemacht und auch wieder aus Resten. Schön als Deko oder zum Verschenken. Also bis gleich. Also für diese süßen Püppchen brauchen wir zuallererst mal Stoff. Dann die Wackelaugen habe ich jetzt. Man könnte auch andere vielleicht drauf nähen oder sticken. Dann habe ich hier eine Verzierung. Und hier habe ich Verzierungen. Dann habe ich, als vorher mal gehabt habe, für die Mini-Hütchen hätte ich jetzt einen Hut. Und ich habe so eine halbe Socke, die ich hier unten schon mal für eine andere Puppe gebraucht habe, für den Kopf. Man könnte aber auch weißen anderen Stoff nehmen. So, und dann habe ich Garn für die Haare. Und entweder Füllwatte oder dieses Granulat. Okay, und dann habe ich hier noch so Verzierungen. Da mache ich dieses Näschen da, was man eigentlich sonst auch draufsticken oder so konnte, aber mir gefielen diese glänzenden Bubbles. So, jetzt zeige ich euch, wie wir es machen. Für dieses untere Teil brauchen wir 16,5 oder 17,5 cm. Das kommt jetzt drauf an, der runde Kreis. Ich habe hier etwas. Das habe ich nämlich für denen genommen. Das war, was haben wir? Ja, 16 cm. 16,5 war genau richtig. Das tun wir jetzt hier drauf und machen einen Kreis und schneiden das dann aus. Jetzt habe ich hier mit kurzen Stichen rundherum einmal so genäht. Zusammen wird das etwas zusammengezogen. Und da kommt jetzt dieses Kunststoffgranulat. Das ist sehr schön, kann man Bären mitfüllen, da kann man Puppen mitfüllen. Und das tue ich jetzt hier unten. Man könnte es auch mit Watte, wer es also nicht hat. Aber dadurch ist das was schwerer und bleibt besser stehen. Das wird jetzt hier mit gefüllt. Komplett, nur nicht bis ganz oben. Oben tue ich nämlich etwas Watte rein. Jetzt habe ich hier einen Babystrumpf, habe ich hier einmal durchgeschnitten. Das Teil kann man auch brauchen, hier und hier danach zunähen. So habe ich jetzt aber einfacher. Ich habe hier oben schon zu und brauche nachher nur unten zuzumachen. Da fülle ich jetzt kein Granulat rein, sondern Watte, richtig schön dick voll. Dann ist das ist nämlich dann schön weich. Da kann man was knubbeln, was drücken, so wie man es haben möchte. Also das fülle ich, so wie ich es möchte, schön dick. Und
Der ist einfach zu lang, weil ich brauche ja nur einen kleinen Kopf, aber ich fülle ihn erstmal, damit ich das Maß habe, schneidet hier unten durch und nähe dann auch dieses mit kurzen Stichen. Aber das zeige ich euch. Jetzt fülle ich das erstmal. Jetzt habe ich das gefüllt mit Granulat und dann obendrauf habe ich etwas Watte drauf getan. Sonst kullern die mich immer da so raus. Dann wird das jetzt zugezogen und hier oben zugenäht. Immer schön, so dass nachher das schön zu ist. So, dann mal so und schön zuziehen. Aua, ich habe gepitscht. So. Das muss eben ein paar Mal, braucht immer seine Zeit, bis das jetzt mal richtig zu ist. Ja. So, das machen wir nachher. Dann habe ich diesen Strumpf jetzt gefüllt. Ich würde sagen, das reicht nämlich. Und habe dann hier unten mit Weiß schon so rundherum genäht. Und vergiss da keinen Knoten zu machen, sonst zieht er das ja wieder durch. So. Jetzt hängen lassen, weil wir müssen das nachher hier auch richtig zuziehen. Aber das tue ich jetzt hier abschneiden. So, und das kann dann weg. Okay, das wird jetzt auch schön zugenäht. Ah, das ist noch ein bisschen zu groß, weil das muss ja nachher, na, habe ich noch was im Hals, hier oben drauf genäht werden. Ziehe ich das noch ein paar Mal zu und so, genau wie der Rumpf, einmal so, sodass das schön nachher zu ist. Und wenn ich das jetzt zu habe, nähe ich das nämlich hier drauf, deshalb habe ich hier auch eine längere Fade. Aber das muss ich jetzt erst ein paar Mal hin und her. Und dann nähe ich den da drauf. So. Dann ruhig, bis der Faden alle ist. Okay, jetzt kommt den hier. Der wird jetzt so hier drauf. Und den näht ihr dann einmal unten. Dann oben. Dann wieder unten. Und so geht ihr rundherum, bis der Kopf drauf ist. So, jetzt habe ich den Kopf drauf genäht. Jetzt machen wir erstmal hier eine Schleife und schotte hier dieses Rosare. Ich habe ja da richtige so Bänder, aber ich habe gedacht, ich zeige euch mal, man kann es auch mit Zickzack, man kann alle möglichen Sachen verwenden, wenn ihr irgendwo Reste von habt. So. Das ist natürlich zu lang. Okay. Haben wir das. Dann habe ich diese Wackelaugen. Ihr könnt aber auch welche drauf sticken. Die klebe ich jetzt drauf. Und das für das Näschen. Na, das sind jetzt Wackelaugen, die muss ich hinten mit UU kleben. Es gibt auch welche, die haben hinten so ein Päppeler drauf. Da braucht er das also nicht. Da braucht er das bloß abzuziehen und drauf zu kleben. Und ich habe schöne große genommen. Ich fand das schön, wenn du so groß guckt. So, seht ihr, haben wir schon mal die Augen. Und jetzt das Näschen. Das ist jetzt, wird jetzt geklebt. So, da drauf. So, haben wir das Gesichtchen schon fertig. Jetzt kommen die Haare dran. Also, das ist hier so ein Glas. Ihr könnt auch vielleicht ein größeres Glas nehmen oder sonst irgendetwas. Aber das war genau das Richtige. Da war Obst drin. Habe ich gespült. Und jetzt wickle ich das hier. Ziehe ich mal rum. So wie ich meine, das reicht für die Haare.
habe nämlich genau geguckt, da kann ich dann nämlich die Zöpfchen von machen. Denkt dran, wenn ihr das macht, das und unten, da kommt ja nebeneinander, dann ist das schon also eigentlich doppelt. So, ich würde sagen, das reicht. Schneiden wir hier ab. Ziehen das jetzt runter. Na, gib mal an der Seite. So, und das ist jetzt hier die Mitte. Das legen wir jetzt hier oben drauf. So. Habe hier eine Nadel mit dunkelbraun. So, müssen wir gucken, ob das auch glatt gleich ist. Stich das hier rein. Und unten habe ich wieder eine Knoten. Und gehe dann hier rein, damit das mir... So, dann haben wir das schon mal so fest. Und so gehe ich jetzt hier, so ein bisschen rauf, rundherum hier in den Mittelscheitel. So, tue ich halt auch wieder hier so um die Nadel herum. So, und so gehe ich jetzt rundherum und mache das fest. Bis unten. Ich das zisch mal hin und her, sodass es schön fest ist. Habe hier so ein dünnes Satinbändchen. Und da wollte ich jetzt so diese Zöpfchen machen. Hier hatte ich ja das einmal nur als Bubi so glatt runter. Aber damit die Zöpfchen gefühlt mir irgendwie besser. Da machen wir dann nachher so eine Schleife hier dran. So, und ein Schleifchen. Das schneiden wir ab. Und jetzt tun wir hier, wo die Schlaufen sind, hier durch. Dass wir das als Haare haben. Jetzt sehen wir ja, was eben zu lang ist. Das schnibbeln wir ab. So, damit das mal gleich runter ist. Hier müssen wir auch noch. Wieder, weil immer gleichmäßig ist es schwer zu kriegen. Aber das ist ja egal. Lieber was länger lassen. Und ihr schneidet das nachher ab, als die, wenn er zu kurz ist. Das ist dann immer schlechter. Ein Abfall weg. Dann hatte ich ja gesagt, ich habe dieses Hütchen, weil das passte irgendwie zu dem Rosa und zu dem Blauen so schön. Ja, ich tue mal ein bisschen schräg, damit ihr das auch besser seht. Wäre mein Hütchen, wäre mein Mädchen. Das ist ja ein Mädchen. Fertig. So, jetzt habe ich vier Stück. Man kann sie als Deko zum Verschenken oder wenn ihr jetzt Weihnachten Kränze macht, da könnt ihr sie auch dran machen. Also man kann sie für viele Gelegenheiten. Sehen doch richtig süß aus. Sind doch schnell gemacht und auch wieder aus Reste. Wenn ihr den jetzt irgendwie nicht für Kinder braucht, dann könnt ihr so einen kleinen Nadel da reinstechen, damit das hier so dran bleibt. Aber nicht, wenn ihr das für Kinder gibt. Das wäre nämlich nicht so gut. Ja, dann bleibt der was. So, und wenn es euch gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.